be like Sue. Young girls waste, now you don't know you, don't you? All these old men cannot tell me what to do. Oh, 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 oh. Thinking all night, cause the doubt is sticky too. Yes, I got a thousand references, sir, just like you. All these old men cannot tell me what to do. Oh, 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 oh. More than enough self-consciousness for two.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Das übliche Kommentatoren-Duo ist live dabei, also Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und das ist heute natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Bayern München gegen Real Madrid. Interessante Geschichte hier, Wolf. Ich kann losgehen und wir freuen uns auf... Schönes Zuspiel. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Jerome Boateng spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Ivan Perisic steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Jetzt könnte der Pass kommen. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Rafael Varane spielt neben Sergio Ramos in der Abwehr. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Und wenn es so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Akteuren auf den jeweiligen Seiten. Wir wissen doch, was das für klasse Jungs sind. Klasse Aktion, Lewandowski. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Federico Valverde. Groß. Nun Groß. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Luka Jovic. Luka Jovic! Glanzparade von Manuel Neuer. Wahnsinn, wie hat er denn den noch erwischt? Ecke groß. Eden Hazard wartet den Moment. Tor ist leer. So, das nächste Tor. Das könnte heute wirklich eine torreiche Partie werden. Gefällt mir ja bisher richtig gut, so kann es weitergehen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Die Stimmung, Buschi, diese Kulisse, das macht für mich den Zauber des Fußballs aus. So ist es, Wolf. Die Fans machen ein echtes Spektakel auf den Ring. Das ist klasse. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Lukas. Weg ist der Ball. Perisic. Und jetzt Lewandowski. Coutinho. Ganz stark abgeblockt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jovic. Flache Flanke jetzt. Und die Möglichkeit. Eine kurze Ecke. Kann er was draus machen? Varane mit dem Ball. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Schönes Zuspiel. Lewandowski. Und da kommt er an den Ball. Ballverlust Real Madrid. Der Ball ist draußen. Real jetzt mit dem Einwurf. Und Carvajal. Da ist Platz für Bale. Und geht weiter nach dem Foul an Bale. Es gibt den Vorteil. Ball ist unterwegs. Macht er ihn. Der passt ganz genau. Pfosten und dann ins Tor. Jetzt muss mehr kommen. Die Bayern sind hinten. Goretzka. Lewandowski. Nun Boateng. Pavard. Da kommt der Pass auf außen. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Goretzka. Perisic. Den spielt er wieder zurück. Kimmich. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch.
Abseits von Coutinho. Carvajal jetzt. Jetzt Eden Hazard. Ja, Madrid, ja, das ist gefährlich. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Und Coutinho. Leon Goretzka. Klasse Aktion, Ball ist weg. Hauchdünn ist die Führung in diesem ersten Spielabschnitt. Wie schätzt du die Geschichte hier ein, Buschi? Er ist frei, da kann was draus werden. Coutinho jetzt. Goretzka. Perisic. Kimmich. Und jetzt Coutinho. Da zieht er ab. Da hätte er den Ausgleich machen müssen. Vielleicht zu viel nachgedacht in dieser Szene. Er verfehlt. Bale. Platz für Bale. Bale. Eden Hazard. Hazard! Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Perisic. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Thibaut Courtois. Bale. Federico Valverde. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat sein Tor. Die zweite Hälfte läuft. Anstoß durch Real Madrid. Groß. Nun Carvajal am Ball. Federico Valverde. Bale. Fängt diesen Ball ab. Jetzt Carvajal. Klasse Zuspiel auf Bale. Federico Valverde. Jovic, sehr gut aufgepasst. Perisic. Ivan Perisic kommt. Jetzt eine gute Flanke. Ah, das könnte es sein. Courtois hält, bald ist noch im Spiel. Und Eden Hazard. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Gareth Bale. Hazard. Hazard! Und jetzt die Chance. Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Eine kurze Ecke. Bale. Und da klingelt es im Kasten. Real Madrid macht das Tor. Erhöht die Führung, liegt mit 2 Treffern vorne. Keine besonders gute Leistung vom Torhüter bisher. Nein, wirklich nicht. Und auch dieser Ball geht rein. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Wieder so ein klasse Pass. Klasse Aktion, Ball ist weg. Super dieses Zuspiel. Daraus wird leider nichts. Foul.
Und Freistoß für Real. Carvajal am Ball. Federico Valverde. Jetzt geht's nach vorne mit Bale. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Jetzt wieder Real. Was macht er draus? Luka Jovic. Gareth Bale. Manuel Neuer kommt noch an den Ball. Ja, auch das wieder eine unglaubliche Aktion. Kurze Ecke jetzt. Jovic. Den Ball hat er. Ballverlust Bayern München. Bale mit Zug zum Tor. Federico Valverde. Real versucht es über außen. Jetzt ist es gefährlich. Super gemacht. Gute Verteidigung. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Goretzka. Lewandowski. Robert Lewandowski verfügt ja nicht nur über eine sehr, sehr feine Technik, sondern ist auch ein äußerst athletischer Stürmer. Er ist schnell, physisch stark, kann damit den Ball perfekt abschirmen und dann eben auch behaupten. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt wird's gefährlich. Das muss es sein. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Abseitsposition hier von Hazard. Kimmich. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Die Bayern mit dem Ballverlust. Und da gibt der Freistoß für Real. Ohne Eden Hazard geht es jetzt hier weiter. Der Belgier wird ausgewechselt. Gute Partie von ihm insgesamt. Seine Pässe, seine Vorlagen waren heute überragend. Und die Mannschaft führt. Das war jetzt aber sehr mutig, den Freistoß von dort direkt aufs Tor zu schießen. Übermütig würde ich das nennen. Den hätte er als Flanke probieren sollen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Klar sind sie hier vorne, kurz vor Spielende. Es sieht alles richtig gut aus. Deine Einschätzung? Läuft alles für Real. Da sehen wir wieder mal die Kreativität, die Zielstrebigkeit, die sie auszeichnet. Und das ist kein Wunder bei diesen Akteuren. Den Sieg geben die nicht mehr aus der Hand. Gnabry. Lewandowski. Goretzka. Das könnte was werden. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Blockt den Schuss erstmal ab. Kein guter Abschluss hier. Groß. Und Varane. Fängt diesen Ball ab. Coman. Ramos ist da, sehr gut. Und das ist der Ballverlust. Goretzka. Pass kommt von Lewandowski. Das war knapp. So, jetzt also in die letzte Phase des Spiels und die Fans geben nochmal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft nochmal pusht und sie nach vorne spielen werden. Bayern München mit dem Ballgewinn. Und jetzt Lewandowski. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Vielleicht die Konterchance. Gnabry. Lewandowski. Coman. Joshua Kimmich hat den Ball. Kimmich! Ja, vielleicht ist hier noch was drin.
Na, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor nochmal einen Schub. Jetzt ist es vorbei. Der Schiri pfeift ab. Das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Rivalen und es endet für sie mit einer schmerzhaften Niederlage. Aber das war ja zwei... Eden Hazard.